Hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Yoga-Sequenz, eine Yoga-Sequenz für das dritte Trimenon, also wenn du in deiner fortgeschrittenen Schwangerschaft bist. Und diese Sequenz ist der Mondin gewidmet, der Mondkraft in dir, das heißt, die Bewegungen werden entsprechend ruhiger sein. Es steht eher das Empfangen im Vordergrund, das sich Öffnen im Vordergrund, also alles Qualitäten, die auch mit deiner ureigensten Form als Frau verbunden sind, weniger das Tun und weniger das Machen. Du brauchst für diese Yoga-Sequenz zwei Blöcke und ein Kissen. Ich nehme hier wieder das Bolster, weil wir zum Schluss ein bisschen in die passiven Haltung hineingehen, wo wir nochmal die Körpervorderseite öffnen wollen. Und wir starten aber erstmal im Sitzen, sodass du einen guten Sitz hast mit Unterstützung, das was du brauchst. Wenn du magst, leg gern deine Hände auf den Bauch und spür dich erstmal hinein in deinen Körper. Vielleicht hast du schon einen ganzen Tag hinter dir, vielleicht beginnt der Tag auch gerade. Nimm mal wahr, wie es dir gerade geht, wie die Verbindung zu deinem Kind ist, wie es deinem Kind geht. Und nimm dir bitte einige Momente Zeit, um anzukommen. Und wenn du jetzt im letzten Drittel deiner Schwangerschaft bist, sozusagen zwei Drittel schon geschafft hast, dann nimm mal wahr, wie geht es dir jetzt in dieser letzten Phase? Wie geht es dir körperlich? Was verändert sich körperlich für dich? Wie geht es dir geistig, emotional in dieser letzten Phase, wenn es vielleicht gar nicht mehr so lang dauert, bis du dein Kind irgendwann wirklich im Arm halten kannst? Und vielleicht ist diese unermessliche Vorfreude auf dein Kind auch ein kleines bisschen durchwandert, durchzogen von Ängsten, von Sorgen, was auch immer mit Veränderungen im Leben einhergeht. Und so lass auch diese mal für einen Moment zu, dass du sie dir einfach anschaust, sollten welche da sein, sodass du eine kleine Bestandsaufnahme von dir, von deinem Körper, von deinem Emotionalkörper, von deinem Geistkörper jetzt in diesem Moment machst. Wenn du mit dem Yoga arbeitest, wenn du Yoga praktizierst, dann arbeiten die meisten Menschen vordergründig am Körper und gleichzeitig ist aber auch die Geistebene, als auch die emotionale Ebene, als auch die energetische Ebene immer mit integriert. Das heißt, wenn sich körperlich etwas verändert, verändert sich automatisch auch etwas auf den anderen Ebenen. Bring bitte deine Hände vor dem Herzen zusammen, die Daumenwurzel berührt das Brustbein und wenn du magst, lass den Kopf sich etwas vor dem Herzen verneigen. Finde vielleicht deine Intention für diese heutige Praxis. Atme tief und vollständig ein und lösend lang wieder aus. Und ein zu Beginn. Bewahre dir die Verbindung zu deinem Kind während der gesamten Praxis. Wir starten mit einem Bhakti Flow. Dafür kannst du im Sitzen einfach bleiben und mit der Einatmung die Arme mal richtig schön zu den Seiten ausbreiten. Und mit dem Ausatmen über den geöffneten Mund lässt du den Rücken rund werden und stellst dir vor, dich einmal selbst richtig liebevoll zu umarmen. Einatmen, öffne, wenn es für dich in Ordnung ist, nimm den Blick gern mit nach oben. Ausatmen, lang, tief über den geöffneten Mund, verschränke die Arme andersherum und schenke dir eine riesengroße Umarmung. Einatmen, wieder in die Öffnung, fahre sofort für einige Male mehr und dann stell dir vor, wem du alles eine Umarmung schenken möchtest, vielleicht deinem Kind, vielleicht deinem Partner oder deiner Partnerin, vielleicht auch anderen Menschen, die dir wichtig sind. Und mit jeder Ausatmung kannst du dir vorstellen, vom Herzen her diese Umarmung zu schenken. Bhakti Flow, Bhakti bedeutet Hingabe. Und hingeben kann man sich nur, wenn man entspannt und empfängt. Einatmen wieder in die Öffnung
Und ausatmend wieder in die Rundung. Das Ganze fünfmal mehr. Nimm den Atem mit. Dadurch wird das Ganze intensiver. Ich atme mit dir hier mal einige Runden mit. Einatmen tief vielleicht über den Ujjayi-Atem. Und ausatmen. Lass dir Zeit. Einatmen, öffnen. Und ausatmen. Letzten zwei Male so einatmen, öffnen. Und letztes Mal so einatmen, öffnen. Und dann einatmen, geh bitte in die Öffnung hinein, Rücken ist wieder ganz aufgerichtet, bring die Arme nach oben, die Handflächen berühren sich, schaff hier nochmal Länge und mit der Ausatmung wanderst du einmal rüber zu deiner linken Seite, rechter Sitzbeinhöcker erdet gut, einatmend in die Länge, ausatmend zur rechten Seite. Und das machst du 6 bis 8 Mal, dabei kannst du gerne die Augen schließen, sodass du die Dehnung in den Flanken noch besser spüren kannst. Und das Ganze darf gern ganz genüsslich, ganz hingebungsvoll sein. Bleib mit den Qualitäten des Weiblichen verbunden. Bleibe weich, bleibe im Spüren, bleibe im Empfangen. Einatmen Länge und ausatmend über die Seite in die Dehnung. Da gehst du nur so weit, wie das für dich heute gut anfühlt. Länge und ausatmen, Dehnung. Länge und ausatmen, Dehnung. Letztes Mal so zu jeder Seite einmal. Ausatmen, Dehnung. Einatmen, Länge und ausatmen, Dehnung. Kommst du bitte langsam wieder zur Mitte zurück, atmest nochmal in die Länge richtig ein, schiebst die Fingerspitzen nach oben, die Sitzbeinhöcker nach unten und dann hol dir die Energie des Himmels langsam über die Stirn, über dein Herz in den Bauch hinein und leg hier abschließend nochmal die Hände auf den Bauch. Schultern dürfen entspannt sein, Gesicht ganz weich und fließend. 2, 3 Atemzüge. Und dann langsam die Position zu wechseln. Gern kannst du dir eine Decke bereitlegen für den Vierfußstand, wenn du empfindliche Knie hast. Ich lege mir hier einfach mal die Decke hin, dass du eine kleine Idee hast. Und möglicherweise brauchst du gleich ein paar Blöcke für den Ausfallschritt. Wir starten erstmal mit der Katze-Kuh-Bewegung. Einatmen, schieben und das Herz weit nach vorne und das Gesäß weit nach hinten. Mit der Ausatmung lass den Rücken rund werden. Gern kannst du jederzeit über den geöffneten Mund ausatmen, wenn du das Gefühl hast, dass dich das hier in der Bewegung unterstützt. Erlaube bitte, dass die Bewegung ganz harmonisch, ganz fließend und vielleicht ein bisschen langsamer als sonst gewohnt stattfinden, dass du wirklich im Spüren und im Empfangen bleiben kannst. Einatmen, nimm wahr, wie die Wirbelsäule sich aufdehnt, sodass die Vorderseite in der Öffnung ist. Ausatmen, spüre, wie der einzelne Wirbelkörper sich so ausrichtet, dass der Rücken rund sein kann. 2-mal mehr einatmen, ganz genüsslich, lang und tief ausatmen, Körper bewegt sich. Dann kannst du in die neutrale Position kommen und dann beginn einfach mal mit deinem Becken zu wiegen von einer Seite zur anderen Seite. Und vielleicht entstehen aus dieser wiegenden Bewegung kleine Kreisbewegungen, vielleicht auch ganz freie Bewegungen. Da fühl dich bitte eingeladen, deinen körperlichen Impulsen zu folgen, um dein Becken etwas zu lockern, etwas zu weiten. Ein paar Bewegungen, vielleicht entsteht auch eine liegende Acht, die du zeichnen möchtest. Und dabei achtest du darauf, dass diese Bewegung harmonisch bleiben, im Fluss bleiben, in der Qualität der Monden bleiben, also im weiblichen Prinzip.
Wenn du das so ein paar Mal gemacht hast, dann nimmst du dir deinen rechten Fuß und holst dir den rechten Fuß an die Außenseite deiner rechten Hand, deines rechten Armes. Und hier kann es hilfreich sein, ein paar Blöcke zu nehmen oder zwei Bücher, was auch immer du hast. Und dann bleibe hier ebenfalls weich im Fließen, dass du mal so das Becken bewegst, vor und zurück. Vielleicht auch kleine kreisende Bewegungen mit einbaust. Und eher im Spüren bleibst, als dass du versuchst, kopfgesteuert diese Bewegung auszuführen. Kann es sein, dass der Körper dir signalisiert, dass er vielleicht ein bisschen tiefer reingehen möchte in diese Haltung, weil du dann besser ins Spüren kommst. Vielleicht ist es so, dass du so einen Punkt hast, wo du gerne Momente innehalten möchtest und hineinatmen möchtest. Lass dir da bitte freien Raum, wirklich mit deinem Becken verbunden zu bleiben. Drei Atemzüge mehr, tief ein, lang wieder aus. Bleibe im Spüren, tiefer ein, lange wieder ausatmen. Und kommst du langsam wieder zur Mitte zurück, bringst den rechten Fuß wieder in die Ausgangsposition, lässt den Rücken rund werden und mit der nächsten Einatmung holst du dir den linken Fuß nach vorn. Falls du Blöcke nutzen solltest, nimm sie gerne unter die Hände und dann beginn wieder mit freien Bewegungen, das was deine linke Hüfte und rechte Hüftbeugemuskulatur jetzt brauchst, das machst du einfach. Ein bisschen in der Dynamik. Und gehst dann vielleicht aus dieser Dynamik langsam in eine Statik über. Wenn das zu viel sein sollte, bleibst du in dieser Bewegung. Und das kann eine ganz andere Haltung sein, als die, die ich jetzt hier vormache. Also schau, dass du im Fühlen bleibst, in der Verbindung mit deinem Körper. Mit der nächsten Einatmung kommst du langsam wieder nach oben zurück. Setz bitte dein linkes Knie wieder ab. Setz dich einmal zurück auf die Ferse. Entspannst die Handgelenke, entspannst die Hände, die Schultern und spürst hier bitte einen Moment nach. Wir bleiben noch einen Moment hier am Boden. Dafür kannst du deine Blöcke bitte nach hinten setzen. Die Knie können gerne auf der Decke bleiben. Eine Vorform von Ustrasana. Die Blöcke setze hinter deine Füße. Die Hände sind hier auf den Blöcken drauf. Und jetzt erlaube mal dem Brustkorb sich zu öffnen, indem du deine Schulterblätter nach hinten gibst. Das Gesäß bleibt erstmal noch ganz entspannt auf den Fersen und du arbeitest die Schulterblätter und die Ellenbogen ein kleines bisschen dichter zusammen. Für den Nacken kann das sein, dass das hier am entspanntesten ist. Wenn du ein bisschen mehr Öffnung möchtest, geht der Blick mit nach oben. Tiefe Einatmung und entspannter, lange, tiefer Ausatmen. Drei Atemzüge mehr. Tief ein, acht auf die Öffnung im Herzen, bleibe hier voll in der Hingabe, im Empfangen, im weiblichen Prinzip. Einatmen und lang und tief wieder ausatmen. Letztes Mal so tief einatmen und mit der Ausatmung kommst du langsam wieder zurück, legst die Hände einmal andersherum auf die Oberschenkel, dann können sich die Handgelenke auch entspannen. Spürst einen Moment nach, vielleicht hast du auch den Impuls, eher die Hände auf den Bauch legen zu wollen. Zweite Runde. Wenn du merkst, das reicht dir hier, dann bleibe bitte hier. Wenn du ein kleines bisschen mehr Aktivität brauchst, darf mit der nächsten Einatmung das Gesäß sich von dem Fersen lösen und du schiebst den Bauch mal weit nach oben. Ausatmen, setze das Gesäß langsam wieder zurück. Bleibe sanft im Praktizieren. Einatmen, geh in die Öffnung hinein. Ausatmen, setze das Gesäß wieder zurück und versuche die Öffnung auch im Bereich deiner Brustwirbelsäule zu spüren. Einatmen, öffnen. Ausatmen, langsam wieder zurück, zweimal mehr. Einatmen in die Öffnung.
Ausatmen, langsam wieder zurück. Letztes Mal so, einatmen in die Öffnung. Und dann bleibe ich hier für 3 Atemzüge ein. Ruhig wieder aus. Einatmen. Und lösend, lang wieder ausatmen. Einatmen hier. Und ausatmen, langsam, Schritt für Schritt wieder herauskommen. Und wenn du magst, nimmst du dir die Blöcke auch mit nach vorne als Unterstützung für den Kopf. Bringst die Beine ein bisschen weiter auseinander und genießt es jetzt, die Stirn auf die Blöcke abzulegen, die Schultern zu entspannen. Und ganz ruhig und tief in den Bauch, in den Rücken ein- und wieder auszuatmen. Und dann kannst du dich langsam wieder aufrichten und dich bitte darauf einstellen, zum Stehen zu kommen, in eine stehende Position. Wenn du deine Position im Stehen gefunden hast, möchte ich mit dir gern den Mondgruß in einer Variation praktizieren. Dafür hab bitte die Füße etwas weiter auseinandergestellt, sodass du einen stabilen Stand hast, und nimm bitte deine Hände vor dem Herzen zusammen. Mit der nächsten Einatmung bringst du die Arme weit nach oben und mit der nächsten Ausatmung pendelst du einmal rüber zu deiner linken Seite. Einatmen wieder zur Mitte zurück und ausatmen zu deiner rechten Seite. Einatmen wieder zur Mitte zurück und jetzt Achtung, ausatmen in die Hocke, so tief wie es für dich angenehm ist. Einatmen, wieder nach oben, streck dich lang. Und jetzt ausatmen, dreh zu deiner linken Seite. Einatmen zur Mitte zurück, ausatmen, dreh zur rechten Seite. Einatmen zur Mitte zurück, ausatmen, Hände wieder zum Herzen. Das ist ein Durchgang, kannst du gerne in deinem eigenen Rhythmus praktizieren. Ich werde es noch ein paar Mal ansagen, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass du dir das schon gemerkt hast. Einatmen bitte lang, nimm den Beckenboden mit, ausatmen zur linken Seite. Einatmen zur Mitte zurück, ausatmen zur rechten Seite. Einatmen zur Mitte zurück, ausatmen in deine Hocke, du gehst so tief, wie es angenehm ist. Einatmen, nimm die Kraft von Mutter Erde wieder mit nach oben, ausatmen, gehst du in die Drehung. Einatmen zur Mitte zurück, ausatmen zur rechten Seite drin. Einatmen zur Mitte zurück, ausatmen, Hände zum Herzen. Das Ganze noch 2-mal mehr. Einatmen, verbinde dich mit der Energie des Himmels. Ausatmen, Dehnung nach links. Einatmen zur Mitte zurück, ausatmen nach rechts. Einatmen zur Mitte zurück und ausatmen, verbinde dich mit der Energie von Mutter Erde. Nimm diese mit, einatmen wieder nach oben. Und ausatmen, dreh nach links. Einatmen zur Mitte, ausatmen, dreh nach rechts. Einatmen zur Mitte, bring die Energie zu deinem Herzen. Letzte Runde so. Einatmen, ausatmen nach links. Einatmen, ausatmen nach rechts. Einatmen zur Mitte, ausatmen in die Hocke. Einatmen wieder nach oben, ausatmen, dreh nach links. Einatmen zur Mitte, ausatmen, dreh nach rechts. Einatmen zur Mitte und ausatmen, bring die Energie zum Herzen und dann weiter zum Bauch. Leg hier gerne die Hände ab und spüre einen Moment nach. Lass den Atem sich wieder beruhigen. Spüre, wie der Herzschlag wieder ruhiger wird. Komm wieder in ein Gefühl des Empfangens hinein. Und dann kannst du aus dieser Haltung heraus bitte
deine, ich stelle mich mal zur Seite, dann kannst du das besser sehen. Es wird eine Variante des Stuhls sein. Er ist ein bisschen kraftvoller, aber trotzdem sehr wichtig. Wir gehen nicht ganz so tief rein. Zur kleinen Stütze setze deine Hände bitte in den Bereich deiner Lendenwirbelsäule, so links und rechts von der Wirbelsäule. Und jetzt lässt du mal die Knie ganz weich werden und gehst ein kleines bisschen tiefer hinein. Das muss gar nicht so tief sein. Hab hier so eine Stabilität im Beckenboden, dass du nicht in so ein starkes Hohlkreuz kommst, sondern mit dem Beckenboden innerlich gegenspannst. Arme gehen leicht nach hinten und jetzt halte mit dem Beckenboden eine relative Spannung zum Schutz deines Rückens und dann atmest du in diese Haltung tief ein und lang wieder aus und wir bleiben einen kleinen Moment in dieser Haltung. Es kann sein, dass bald deine Beine sich bemerkbar machen und dann versuch ruhig mal drin zu bleiben. Da kann in der Regel nichts passieren, außer dass du morgen ein bisschen Muskelkater hast. Und versuch mal dieser Herausforderung zu begegnen über deine Präsenz und über einen ganz bewussten Atem. Und gern kannst du die Spannung über den geöffneten Mund rausatmen. Ein und wieder aus. Erlaube dir drin zu bleiben in dieser Position, den Beckenboden mitzunehmen, dich auf das zu konzentrieren, was du als angenehm empfindest, auch wenn da vielleicht ein paar Unannehmlichkeiten gerade wahrnehmbar sind. Tiefer einatmen und wieder ausatmen. Dreimal mehr, tiefer einatmen und lösend lang und tief wieder aus. Bleib in der Position, verlagere den Schwerpunkt nach unten. Stell dir vor, dass Mutter Erde da ist, um dich zu tragen und dich zu schützen. Und dann kannst du aus dieser Position, die Beine bleiben einfach so ganz langsam in so eine wiegende Bewegung hineingehen, wie du es gerade im Vierfußstand gemacht hast. Und hier darfst du mal richtig dein Becken schaukeln von einer Seite zur anderen. Die Knie gehen ganz weich mit. Und vielleicht möchte aus dieser wiegenden Bewegung eine liegende Acht entstehen. Vielleicht auch eine kreisende Bewegung. Fühl dich hier mal wieder so ganz frei mit deinem Becken zu spielen und dabei wahrzunehmen, wie sich dein Beckenboden mit dieser Bewegung mitbewegt. Wann er anspannt, es vielleicht auch einen Moment gibt, wo er entspannt. Und du bleibst immer die ganze Zeit in so einer leichten Hocke, dass die Beine ruhig ein bisschen was zu tun haben, aber im Becken möchtest du gern ganz, ganz, ganz entspannt bleiben. Atem fließt. Und so ganz langsam lässt du diese Bewegung ausklingen, kommst zur Mitte zurück, setzt dich vielleicht noch einen Moment tiefer, ausatmen, um dann einatmen, das Ganze wieder zu lösen, die Beine zu strecken. Du setzt die Hände etwas stabiler in den Rücken hinein, du hast einen stabilen Stand und jetzt musst du so eine kleine Öffnung, was wir auch vorhin im Kniesitz gemacht haben, jetzt hier im Stehen. Wichtig, du spannst bitte wieder mit deinem Beckenboden gegen, lässt dem Bauch freien Raum, arbeitest mit den Ellenbogen leicht nach hinten und gehst in eine stehende Form von Bhujangasana, der Kobra. Du möchtest nicht in ein Hohlkreuz gehen, deswegen ist es wichtig, mit dem Beckenboden gegen zu spannen, Länge zu bewahren und aus dem oberen Rücken möchtest du in die Öffnung hineingehen. Und jetzt atme lang und tief ein, lang und tief ruhig wieder aus. Wird es für den Nacken zu intensiv, geht das Kinn wieder leicht zurück. Ansonsten erlaube dieser Öffnung noch ein bisschen mehr Raum. Beckenboden ist aktiv, fester Stand über die Füße, Beine sind aktiv. Ruhiger, gleichmäßiger Einatmen. Ruhiger, gleichmäßiger wieder ausatmen. Zwei Atemzüge mehr. Erlaube dir offen zu bleiben. Hingabe, im Yoga auch Bhakti. Einatmen. Lang wieder ausatmen. Hingabe und Bhakti, alles Prinzipien der Monden, des weiblichen Prinzips. Ein letztes Mal bitte hier tief ein. Lang wieder aus. Komm einatmen, langsam wieder zur Mitte zurück.
Und dann ein sanfter Ausgleich, die Knie sind mattenweit auseinander. Du kannst dir gern zur Unterstützung Blöcke nehmen, wenn du hier in diese Form der Vorwärtsbeuge gehen möchtest. Wenn du die Blöcke nicht brauchst, lässt du sie einfach beiseite. Die Knie sind ganz weich und du kannst gern hier in dieser Vorwärtsbeuge wieder dein Becken so ein bisschen wiegen. Dann wird das Ganze noch ein bisschen durchlässiger und weicher. Achte bitte darauf, dass der Kopf ganz entspannt ist. Der hängt ganz frei, da kannst du auch ein paar Bewegungen machen. Und dann bleib noch mal einen Moment in der Stille für 3, 4 Atemzüge, in der Vorstellung, den Oberkörper, den Hals, den Kopf wirklich loszulassen. Tiefer, bewusster Atem. Der Bauch hat genug Platz zwischen deinen Beinen. Kiefer ist entspannt. Dann kannst du langsam mit dem nächsten Einatmen den Rücken in die Länge bringen, die Hände wieder zum Beckenkamm zurück, dich langsam nach oben aufrichten. Und für die letzte Haltung in dieser heutigen Stunde gehst du wieder zum Boden zurück und du brauchst einen Bolster aller Wahrscheinlichkeit nach zur Unterstützung. Das Bolster kannst du dir so legen, dass du gut Platz hast für den Rücken. Hast du dieses Bolster nicht, machen es auch Kissen oder wieder 2 Decken, die du einfach zusammennimmst. Ich möchte mit dir in eine Form von Heldensitz hineingehen und dafür kannst du gern dich so hinsetzen, dass dein Gesäß zwischen deinen Fersen ist. Wenn das gleich nicht gehen sollte, kannst du das Ganze auch machen, dass du dich einfach auf das Bolster raufsetzt. Also wenn du jetzt hier nicht so gut mit dem Gesäß auf den Boden kommen kannst, dann setzt du dich bitte einfach auf das Bolster rauf. Die Füße sind links und rechts neben deinen Hüften. Die Knie dürfen in diesem Stadium der Schwangerschaft ruhig ein bisschen weiter auseinandergehen. Jetzt gibt es verschiedene Varianten. Ich möchte mit dir in der Öffnung bleiben. Das heißt, du könntest hier arbeiten, dich so ein bisschen an das Bolster ranlehnen. Vielleicht reicht dir das von der Intensität her schon aus. Vielleicht ist das aber auch schon zu viel. Dann gehst du wieder zurück und setzt dich einfach auf das Bolster rauf und machst vielleicht hier eine leichte Öffnung. Das wäre so die einfachste Variante, was wahrscheinlich für dich gut möglich sein sollte. Wenn du mit mir weitergehen möchtest, dann setzt du dich vor das Bolster zum Boden, legst dich nach hinten, entweder bleibst du hier oder wenn das dein Körper erlaubt, dann kannst du dich einmal über das Bolster richtig rüberlegen und meine Füße, die sind an der Seite, also die Fußsohlen, die kann ich hier anfassen, die sind nicht unter dem Po. Die Knie sind ein bisschen geöffnet und hier hast du eine wunderbare Öffnung. Der Bauch kann sich entfalten, du kannst die Hände auf den Bauch auflegen, hier nochmal rüberstreichen. Du hast eine wunderbare Öffnung für den Bereich deiner Leisten und gleichzeitig hast du so eine Innenrotation deiner Hüften. Wenn du mehr Öffnung möchtest, dürfen die Arme auch gerne über den Kopf nach hinten Richtung Boden gehen oder auf das Bolster rauf. Egal, welcher Haltung du jetzt bist, schenke dir hier bitte 8 bis 10 lange, tiefe Atemzüge. Genieße die Haltung, genieße die Öffnung und erlaube dir wieder in den Modus des Empfangens zu gehen. Das heißt, der Körper entspannt mehr und mehr Kiefer, Stirn, Schultern, Beckenbereich. Und das Herz geht in den Modus des Empfangens. Ruhiger, gleichmäßiger ein, ruhiger, gleichmäßiger ausatmen. Wenn du magst, atme zu deinem Kind, schick dem Kind eine Berührung über den Atem. Der Bauchatem, der tiefe Bauchatem unterstützt das Loslassen und das Entspannen.
Und falls du die Arme hinterm Kopf gehabt haben solltest, dann nimmst du sie gerne als erstes mal wieder zurück zu deinem Körper, zu deinem Bauch. Spürst hier nochmal ganz bewusst die Verbindung und die Berührung. Und damit dein Rücken gut gestützt ist und auch deinen Bauch gut unterstützt, ist es wichtig, dass du mit Hilfe deiner Arme und deiner Hände wieder rauskommst. Dafür bringst du als erstes das Kinn zur Brust, kommst ein bisschen auf die Unterarme und schiebst dich dann von einer Hand zur anderen langsam wieder nach oben, nimmst den Kreislauf gern mit und dann kannst du einen Moment hier sitzen bleiben, das Kinn etwas mehr zur Brust geben. Du entscheidest selber, wie du jetzt weitermachen möchtest. Vielleicht möchtest du noch einige Haltung anfügen, vielleicht möchtest du einfach in die Meditation gehen, vielleicht möchtest du aber auch hier deine Praxis beenden, dann empfehle ich dir einen Shavasana von wenigstens 10 Minuten. Was auch immer du jetzt brauchst, nimm dir genau das. Ich bedanke mich bei dir fürs Mitpraktizieren und freue mich aufs nächste Mal. Namaste.